Willkommen Freunde zu einer neuen Folge von Craven Manor. Wir befinden uns hier gerade auf dem Dachboden und ich glaube es regnet, oder? Es ist gerade sehr laut hier. Es regnet wirklich, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir ja hier aufgehört und irgendwie müssen wir da hinten mal weitergehen. Und ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Na, was ist da? Ach so. Das ist ein Kerzenleuchter, oder? Okay. Alter, was ist ja los? Na! Getriebe? Getriebe, Zahnrad, nur außerhalb der Reichweite. Es ist ein zerbrochenes Fenster in den Hintergrund, die außerhalb führt. Was? Getriebe, Zahnrad, nur außerhalb der Reichweite. Es ist ein zerbrochenes Fenster in den Hintergrund, die außerhalb führt. Das ist auf jeden Fall richtiges Deutsch. Geil. So, ich mach mal den Ton ein bisschen leiser. Kann man das irgendwie nehmen? Alter, wer hat das übersetzt? Oh Mann, da sollte man aber vielleicht nochmal einen Lektor drüber sehen lassen. Wow. Wow. Wer macht das Licht hier mal aus? Aber da kommen jetzt... Sag mal, da müssen wir irgendwie aber drankommen, oder? Oh, jetzt ist es weg? Sag mal... Achso, hier. Okay. Okay, achso. Ah, okay. Ich sollte mir das mal erstmal übersetzen aus dem Deutschen ins richtige Deutsch. Der Getriebe von dem Zahnrad ist, ja, befindet sich außerhalb der Reichweite, klar. Es ist ein zerbrochenes Fenster in den Hintergrund. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie dann da rum, um das Getriebe und oder das Zahnrad nehmen zu können. Ja, aber da kommen wir jetzt gar nicht hin, oder? Kann man irgendwie klettern? Nee, oder? Ich glaube, das ging gar nicht. Wir können ja nicht springen oder so. Ich glaube, dann müssen wir später nochmal hier zurückkommen. Boah, das zieht aber ordentlich. Kein Wunder, wenn das Fenster kaputt ist. Wir hätten das Fenster kaputt gemacht. Ja, dann gehen wir wieder weiter, oder? Übrigens, nochmal der Hinweis. Ich lese mir auf jeden Fall jetzt die Hinweise noch etwas genauer durch, natürlich. Und es sind keine Aussparungen, es sind, was waren das, Anpassungen oder so. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Irgendwann habe ich mir das dann selber geglaubt. Naja, okay. Dann gehen wir wieder runter. Ich glaube, da müssen wir später dann nochmal zurückkommen. Dann machen wir jetzt erstmal die Treppe wieder hoch. So. Hallo? Boah, ich höre Schritte irgendwie gerade, das sind meine eigenen. So, jetzt aber. Das dauert ja ewig. Na gut, da sind wieder diese ganzen Dinger und dann gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Basilika Symica von Oswald Grolius enthält eine philosophische Schilderung und die Verwendung der erlesensten chemischen Heilmittel, bezogen aus dem Licht der Natur und der Gnade. Ja, das sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Neben der Bibel natürlich. Die Bibel habe ich hier noch gar nicht gefunden. Kann man hier? Nee, ne? Natürlich. War verschlossen, aber ich glaube, das haben wir in der letzten Folge noch herausgefunden. Und, was ist eigentlich? Hier war doch eine Stadt. Als wir hier hochgegangen sind... Ah, nee, okay. Ich dachte gerade, das hätte sich verändert. Da hinten war ja eine Statue und dann hat sich auf einmal da irgendwas bewegt. Und jetzt ist da nur noch so eine Kiste mit diesem Vorhang. Ich dachte, das wäre hier in dieser Ecke gewesen. Noch mehr Bücher. Boah, die haben aber sehr viele Bücher hier. Okay, das ist auch verschlossen. Okay. Gucken wir mal hier. Okay, hier, da, so weit, so gut. Tabelle, ach ja. Eine handgeschriebene Liste. Sie enthält 23 Nachnamen, jeder gefolgt von einem anderen Daumenabdruck. Darunter finden sich die Namen Howard, Larsen und Hedgepath. Wer heißt denn so, bitte? Da mochten die Eltern aber, ich glaube, ihr eigenes Kind nicht so wirklich. Na gut. So, gibt's hier irgendwas Neues? Ach, wir werden immer noch hier reingeführt. Konnte man da oben doch irgendwas noch machen? Ja, super, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Boah, das fängt ja heute super an. Hä? Aber... Ach so, das... Boah, das war ich gerade selber. Ich habe keine Ausdauer mehr, scheinbar. Ja, aber dann müssen wir ja nochmal hochgehen. Aber was kann man denn da machen? Das Fenster ist kaputt. Okay.
Das verstehe ich ja. Dann müssen wir irgendwie durch ein anderes Fenster doch dann versuchen, da reinzukommen. Durch das kaputte Fenster. Ja, ja, atme mal ein bisschen langsam. Ah, Bibliothekenmodell. Das habe ich natürlich übersehen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon kräftig in die Kommentare geschrieben. Patrick, konzentrier dich mal. Oh, guck mal, eine Kakerlake. Okay, dann nehmen wir das jetzt mit. Alter, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier wird irgendeiner stehen. Übrigens, es hat tatsächlich, viele Leute haben gesagt, das erinnert so ein bisschen an Pineview Drive. Hallo? Hallo, ich beobachte dich hier, ne? Da. Ah! Na! Okay, okay. Ich wollte gerade eigentlich irgendetwas sagen, aber wir gehen jetzt einfach mal. Ah! Ah! Oh, die Tür geht zu. Wunderbar. Hui. Hey. Geil. Okay, weiter geht's. Ja. Es kommt jetzt bestimmt hier hin. So. Achso, das kommt. Gut. Ah! Was ist los? Bibliothekenmodell. Das ist dann hier, aber die Bibliothek war doch woanders. Jetzt zum Sterben hier. Na gut, dann können wir jetzt da rein. Ne, da fehlt ja immer noch. Ach so. Ja, aber da kann man ja nicht dran, oder? Was, was, was? Na komm, wir gehen mal weiter. Wobei. Okay. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir immer sehen, wo wir hin müssen. Ihr kriegt das ja selber mal mit, dass ich nicht immer alles hier so mitbekomme. Gerade wenn ich so total im Spiel bin und so ein bisschen philosophiere und so, was ich ja ganz gerne mal mache. Ja, dann passiert das. Nein. In den Weinkeller, der gar kein Keller ist, weil er sich im ersten Stock befindet, gehen wir nicht nochmal hinein. Dafür aber dann hierhin. Und das Spiel speichert gerade. Ich finde das wunderbar. Bin übrigens gespannt, wie lang das Spiel ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen länger, oder? Als diese normalen Spiele so. Naja, okay. Ich synchronisiere übrigens auch Türen in solchen Spielen. So on air und so, so. Oder. Ja, das ist ein kleiner Insider. Kennen jetzt vielleicht nicht alle. Dann machen wir erstmal die Tür zu. Ja, gut. Hier sind ganz viele Bücher. Ein falsches Buch! Nein! Oh, ich dachte, wäre eine Falle jetzt ausgelöst worden. Achso, das steht da ja sogar da. Ein falsches Buch. Ein falsches Buch. Wo ist die denn? Okay. Die sind ja alle falsch, oder? Was? Ich glaube, die Übersetzung ist in dem Spiel nicht so ganz gelungen, oder? Okay. Ein falsches Buch, ein falsches Buch und ein falsches Buch. Welches soll ich benutzen? Vielleicht das falsche Buch? Oder das falsche Buch? Vielleicht dann aber auch das falsche Buch. Keine Ahnung, es ist mir zu viel. Oh, das ist die Bibliothek. Ich dachte, wir wären schon in einer gewesen und die Türe fällt jetzt bestimmt von alleine zu. Alter, wie creepy ist das denn hier? Ah, wer steht denn da hinten? Gar keiner. Fick dich, du scheiß Puppe! Mit dir mache ich gleich ganz andere Sachen. Alter! Fuck! Nein, geh weg! Diese Puppe einfach. Ich hab's irgendwie mit Puppen. Gar nicht! Gar nicht. Ich mag keine Puppen. Ganz ruhig. Erstmal wieder zur Besinnung kommen. Ja!
Okay, wir haben alle. Ja. Okay, irgendwas passiert. Wir müssen laufen, bestimmt. Ah. Wir drücken erstmal J, da kann uns nichts passieren. Der Schrecken lebt in den Nischen der Dunkelheit, einem Ort zwischen Neugier und Wahnsinn. Ich kann es spüren. Er trachtet danach, mich zu vernichten. Ich habe das Bibliotheksmodell gefunden, das bei meiner Ankunft auf dem Tisch in der Eingangshalle lag. Es scheint zwei Eingänge zu haben. Einen davon auf der oberen Etage. Punkt. Stippe senken. Ich habe ein schweres Bronze-Token gefunden. Ich glaube, einen Platz dafür in der Eingangshalle gesehen zu haben. Unter der Treppe. Oh, kann man hier irgendwie noch weiter blättern oder so? Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Kann man das überhaupt auch beenden, das Buch? Ah, okay. Boah, das war... Eben habe ich mich richtig erschrocken. Ganz ehrlich, das war jetzt nicht irgendwie gestellt oder so. Es tut mir auch leid, wenn ihr euch erschrocken habt. Oder wenn eure Eltern gerade bei euch reingestürmt sind. Oder... Sonst irgendeiner, der sich gewundert hat, was ist los bei dir? Geht's dir gut? Soll ich die Polizei rufen? Na super, jetzt habe ich nicht gesehen. Bronze-Token, oder? Token. Token, spricht über Token, oder? Sicherheitstoken. Sicherheitstoken. Notizen von William Craven. Limbo ist nicht wirklich ein Ort. Gibt man ihnen Zeit, können jene im Inneren sich bewegen. Jedoch, in Klammern, in unseren Augen, erscheinen und verschwinden sie mit einem schrecklichen Schrei und dem Geruch von verbranntem Moos. Ja, wunderbar. Wunderbar. Boah, das war aber echt ziemlich krass eben, oder? Boah, irgendwie ist das Spiel, aber man merkt, dass es tatsächlich so ein etwas kleineres Projekt ist. So, dass es so ein bisschen ruckelt und irgendwie nicht ganz stabil läuft. Die Übersetzung ist ja nicht so wirklich geil. Und wenn man Gegenstände in der Hand hat und damit läuft, ist es auch ein bisschen seltsam. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt... Jetzt sind wir... Weil wir waren ja tatsächlich schon mal in der Bibliothek, oder? Hat er eben auch gesagt. Dann sind wir jetzt hier unten, oder? Mit den ganzen Spinnennestern und so. Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der jugendlichen Marjorie Hedgepath berichtet. Okay. Achso, das wollen wir dann auch lesen, oder? Können wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob er die irgendwie lesen kann. Nee, ich glaube, die das nicht sofort anzeigen. Boah, ich dachte, da wäre eine Puppe, Entschuldigung. Bei denen geht das nicht. Boah, ich bin jetzt schon wieder nass geschwitzt. Ich muss mir gleich erstmal. Ich muss gleich erstmal duschen gehen, ey. Alter, das kann ja nicht sein. Ah, so, das war ja irgendwie abgetrennt hier. Okay, dann verstehe ich das jetzt wieder. Geil. Geil. Guck mal, das kann man auf und zu machen. Unglaublich. Ich könnte das jetzt den ganzen Tag machen. Ah, geil. Ist das geil. Was ein tolles Spiel. Guck mal, hier Bücher. Paradise Lost von John Milton. Das Epos handelt von dem biblischen Mythos vom Sündenfall. Können wir das nicht mitnehmen? Während wir dann hier durch die Hallen schlendern, lesen wir uns einfach das Buch durch. Das ist dann alles nicht mehr so super gruselig. Der Kamin hat auch ein Problem mit sich selbst. Moment. Die Wärme reicht nicht weit in diesen kalten Raum hinein und ist weniger als tröstlich. Angeblich ist dieses Haus verlassen, jedoch hat irgendetwas das Feuer angemacht. Sowas frage ich mich seit Pineview Drive gar nicht mehr. Aber ich dachte, da könnte man dieses Bronzen... Ja, gut. So, da geht's offensichtlich wieder raus. Hier ist noch ein Buch. Gesammelte Werke von Heinrich Cornelius Agrippa. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angibt, Wunder vollbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Oh ja. Na gut, aber sonst kennen wir eigentlich hier alles, oder? Gut, dann gehen wir jetzt wieder hinaus mit dem Bronze-Ding, das wir jetzt irgendwo einsetzen müssen. Ich sag nur... Aussparungen. Anpassungen natürlich. Kann man denn hier dann wieder zurück? Warum ist denn... Achso, ich... Ja, das passiert immer, wenn ich zu viel sprinte. Ich drücke halt dauernd auf Shift, deswegen. Okay, hier geht's wieder raus. Perfekt. Perfekt. Aber so groß ist das Haus gar nicht, oder? Wobei, da sind ja doch noch ein paar Modelle. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Boah, das war aber wirklich eben sehr... Ich habe mich so... Boah, mein Körper ist immer noch total am Leiden. Bemitleidet mich bitte.
Können wir das hier reintun? Nee, ne? Das ist ja dieses Getriebe, ja, das wollen wir ja. Aber den anderen könnten wir aufmachen. Kann man das auch irgendwie nutzen? Nee, ne? Wo kam das denn jetzt hin, ganz ehrlich? In der Eingangshalle. Also gut, dass ich dieses schon mal habe. Das ist nämlich das Blöde bei Ethan Carter. Das ist zwar nicht so schwer, das Spiel, das sind ja nicht so krasse Rätsel. Aber wenn es nirgendwo steht und man kriegt einmal einen Hinweis nicht mit, dann hat man wirklich ein kleines Problem. Weil dann war es das einfach. Man kann es nicht nochmal nachlesen. Ah, hier war das. Verzierte Aussparung. Von wegen Anpassung, Aussparung. Das ist doch das Wort von Gronkh, oder? Aussparung, siehst du hier Aussparung. Diese Öffnung sieht aus, als könne man ein rundes Objekt darin unterbringen. Ja, machen wir das doch mal. Boah, nee, warte. Alter, der hat das fallen gelassen. Ah, hier bestimmt, oder? Wo ist das? Wann hatten wir das denn nicht mehr in unserem Besitz? Jetzt kann ich wieder zurückgehen, wie geil. Sehr, sehr geil. Wenn nicht sogar super geil, wie Sascha ja sagen würde. Dann gehen wir jetzt mal hier die Treppe wieder hoch. Und diese Treppe auch. Haben die keinen Treppenlift? Also im Alter wollte ich hier auf jeden Fall nicht mehr wohnen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Diese ganzen Zimmer und so. Super, jetzt können wir den ganzen Weg zurückgehen. Weil irgendein Idiot dieses blöde Bronze-Token vergessen hat. Wo liegt das denn? Oh Mann, der Typ kann auch nicht mehr sprinten. Ja klar, das liegt jetzt irgendwo am Arsch der Welt hier rum. Hier auch nicht. Wo habe ich das denn? Oder doch in der Eingangshalle? Fuck. Habe ich das denn doch hier reingetan? Nein. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich das gar nicht mehr da... Ach, hier! Kann man das jetzt nicht hier reintun? Ach so, stimmt, deswegen habe ich das fallen gelassen. Natürlich. Aber mir ist das wirklich nicht aufgefallen. Weil ihr seht, das ruckelt so ein bisschen, wenn man das dabei hat. Das ist so ein bisschen nervig, deswegen einfach mal so wegwerfen. Ja, irgendwie ist das Spiel so ein bisschen seltsam. Also die Grafik ist ja auch schon ein bisschen altbacken. Aber recht atmosphärisch auf jeden Fall. Ich will mich da nicht beschweren, aber so... Naja, irgendwie ein sehr eigenes Spiel. Also sowas in der Art habe ich noch wirklich nicht gespielt. Oh, Tür ist zu. Und ich würde mal sagen, dass es nicht auf der Unity Engine basiert. Würde mich mal interessieren, worauf das basiert. Das sieht schon sehr eigen aus irgendwie, aber ich glaube nicht, dass die Entwickler einfach hier eine Grafik-Engine... Hallo? ...entwickelt haben. Ja, bitte? Ja, Mama, ich nehme eine Salami-Pizza! Achso, hier. Ah! Ein Irrlicht. Oh. Aus Irland. Hallo? Ja, okay. Ich wollte es mir nur zeigen, was ich zu tun habe. Aussparung, ja. Diese Öffnung sieht aus als... Achso, das habe ich ja schon. Und es geht in einen neuen Raum hinunter. Sollen wir da wirklich hinunter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge von Crave Meadow wieder. Ciao.